Mein Name ist Hersan, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Syrien und ich bin seit 2016 in Deutschland, also 5 Jahre. Und ich bin Azubi im dritten Lehrjahr als Bankkaufmann. Ich vertrete den Jugendrat im Dachverband Kinder- und Jugendgremium in Thüringen und ich bin auch ein beratender Mitglied in der Jugendhilfeausschuss im Stadtrat. Und ja, bin seit ungefähr 2 Jahren Mitglied beim Jugendrat Gera. Leider ja, mit meiner Familie und mit mir persönlich habe ich mehrmals das erlebt. Man erlebt es mit einem Wort, aber das manchmal verletzt uns so tief, dass man nie vergessen kann. Ja, gibt es überall gute und schlechte Leute, aber ich würde auch sagen, wir haben auch gute Leute, wir zeigen uns, wir wollen auch was bewegen, was ändern und uns auch bedanken für die Chance, dass wir überhaupt da sind in Sicherheit und Demokratie. Möchte ich das behalten und für meine Kinder vielleicht auch für die Zukunft, dass wir in besseren Gesellschaft leben, eine tolerante Gesellschaft. Ich heiße Tatjana Gorochow. Ich komme aus Kasachstan und ich wohne in Deutschland schon 18 Jahre. Beruflich bin ich Lehrerin, Französischlehrerin, und im Moment arbeite ich im interkulturellen Verein. Ja. Sie hatte Praktikum an der Kasse gesessen und gearbeitet, und natürlich wenn jemand konnte, der Kunde muss bezahlen, und sie hat die Summe gesagt. Und natürlich mit Akzent. Wir reden alle mit Akzent, und sie hat mit Akzent gesagt, und dieser Mann hat so unhöflich das Geld geworfen und hat gesagt: Scheiße, Russen. Das muss nicht so sein. Wirklich. Wir sind alle Menschen mit verschiedenen Gefühlen. Wir wollen alle akzeptiert werden. Und eine junge Dame hat mir einmal gesagt: Warum Sie sind nach Deutschland gekommen? Warum? Meine Familie ist hier, mein Mann ist Deutsche und meine Schwiegermutter ist richtige Deutsche. Oder in der Straßenbahn. Erstmal, wenn wir Russisch reden miteinander, nur wir sind Russen. Warum muss ich mit Akzent und mit Fehler Deutsch reden, wenn ich bin Russin und mein Mann Russen? Wir reden mit ihm. Ha! Russisch sprechen, Sie müssen Deutsch sprechen. Sie leben in Deutschland. Alltagsrassismus. Das müssen wir immer sagen, erzählen. Leute, wir sind alle gleiche Menschen mit gleichen Gefühlen und Erkenntnissen und so und so und so und so. Ich bin sehr aktiv im interkulturellen Verein. Wir zeigen verschiedene Traditionen von Völkern, die in Gera wohnen. Zum Beispiel vietnamesischer Tag, russischer Tag, afrikanischer Tag machen wir. Und jetzt arabischer Tag, weil die syrischen Leute kommen dazu. Gerade in Russland läuft jetzt die Maslenitsa. Das ist die russische Tradition von alten Zeiten. Maslenitsa, das kommt vom Wort Maslo. Maslo, Butter. Und das bedeutet, die ganze Woche, die Leute müssen viel essen. Eierkuchen, Pirogen. Heute ist Leckertag. Müssen Eierkuchen essen mit verschiedenen Füllungen, mit verschiedenen noch dazu. Schmeckt gut, lecker. Und dann kommt Fastenzeit, 40 Tage bis zum Ostern. Mein Name ist Ahmad Osman. Habe ich in 45 Jahre alt. Ich komme aus Syrien. Ich wohne hier in Gera, in Lausanne. Ich habe ein dieses Restaurant. Es gibt hier in Gera Leute, sehr nett und sehr freundlich für mich. Aber für andere Personen, ich weiß nicht. Natürlich, in meiner Arbeit, das ist wichtig, ich kann machen. Ich nicht bleibe zu Hause oder schlafen. Oder. Ich will Arbeit. Wer hier in Deutschland alle Gast in fertig in Griech, in mein Land,
Ich bin denken zurück. Keine Person aus Länder gerne bleiben weg im Land. Okay. Mein Name ist Doreen Amberg, ich bin 33 Jahre alt, bin Schulleiterin der Ostschule seit dem 1. Februar letzten Jahres und bin seit über 10 Jahren Lehrerin für Deutsch und Ethik. Ich selber habe noch keinen Rassismus im schulischen Bereich erlebt, mir gegenüber, aber natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo man auch Schülern und auch Eltern darauf hinweisen muss, dass das Verhalten, das sie gerade an den Tag legen, nicht so dem entspricht, wie man sich in einer demokratischen, toleranten Gesellschaft verhalten sollte. Also das ist schon da und das ist auch spürbar und das ist in den letzten Jahren auch mehr geworden. Das fängt mit ganz kleinen Dingen an. Es kommt, die neue 5. Klasse kommt zusammen. Es ist ein eindeutig migrantischer Schüler dabei, der vielleicht noch etwas anders aussieht. Ein vietnamesischer Schüler, der ein bisschen korpulent ist. Und der kriegt sofort einen Spitznamen verpasst. Das wäre einen abwertenden Spitznamen, wo man sofort merkt, hier ist doch irgendwas faul. Im schulischen Bereich ganz klar dieses Material, was man als Lehrer verwenden kann. Also Arbeitshefte, Lehrermaterialien und so weiter und so fort. Wie oft ist da überhaupt ein dunkelhäutiges Kind abgebildet? Wie selbstverständlich ist, dass andere Ethnien eine Rolle spielen? Oder sind das immer nur die klassischen weißen deutschen Kinder, wo sich die Migranten irgendwie nicht wiederfinden? Aber wenn den Schülern immer nur der deutsche Schüler präsentiert wird auf jeglichem Material, dann ist es natürlich schwer, auch immer ein Bewusstsein zu haben, es gibt auch andere und die sind genauso normal, wie ich normal bin. Oder ich sage mal, wer ist denn schon mal? Ist schon normal, ne? Also die sind auch genauso unnormal wie ich. Ich thematisiere es. Das heißt, wenn mir Rassismus vorkommt in der Schule, dann spreche ich Schüler darauf an und dann halte ich ihnen die Brille vor die Nase, indem ich zum Beispiel einen Rollentausch mache. Ich schaue nicht weg, auch in der Stadt nicht. Also wenn jemand angegriffen wird oder wenn jemand beleidigt wird, dann sage ich, was ist das Problem, was ist hier los und mache den Mund auf. Ich bin Amadou Mouktar Diallo, wurde in Gera oder in Deutschland Muki genannt. Ich bin 21 Jahre alt und ich bin 4 Jahre in Deutschland. Und ich komme aus Guinea, bin in Guinea geboren, Elfenbeinküste aufgewachsen. Und zurzeit mache ich eine Ausbildung, erste Lehrjahr zum Stahlbetonbau Langenberg. Und ja, ich spiele Fußball. Und das ist mein Hobby. Und habe gute Freunde. Ja. Nicht wenig. Leute beleidigen mich wegen der Hautfarbe. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sich wünscht, dass seinen Kindern als rassistisch sein soll. Jeder wünscht an seinen Kindern, dass die mal Kanzler oder Präsident oder auch was anderes sein werden. Nicht Rassismus, Menschen, Herkunft oder ihre Farbe, ihre Hautfarbe na, zu beleidigen. Was ich dagegen habe, bei einem Rassismus, das normalerweise hat nichts zu suchen auf unsere Leben. Diese Menschen, die rassistisch sind, die sind im falschen Weg, weil diese Menschen unzufrieden sind, damit die mich verstehen können. Und weil das ist, was ich bin. Das hat mir keiner Mensch gegeben, sondern hat das von oben, der Gott, das unsere Glauben uns gegeben. Und ich war Kind, ob ich weiß bin oder schwarz bin, ja, das ist eigentlich normalerweise egal. Mein Name ist Nicole Landmann, ich lebe seit ungefähr 5 Jahren in Gera, bin Mitte 30. Und arbeite bei der Stadtverwaltung Gera. Ja, also ich habe auch schon Rassismus erfahren müssen, als ich mal alleine unterwegs war, zum Beispiel in der Straßenbahn. Da hat ein älterer Mann zu mir mal gesagt, ach, wir sind jetzt nur noch die einzigen Deutschen in der Straßenbahn. Und das war dann das letzte Mal, dass ich nichts dagegen gemacht habe. Andere Situationen waren zum Beispiel auch in Arkaden gewesen. Da war mein Sohn noch klein und mein Sohn hat einen sichtbaren Migrationshintergrund, weil der Vater ursprünglich aus Kamerun ist. Und wir waren mit dem Kinderwagen damals unterwegs und da sagten ältere Leute, ach guck mal, ein Negerkind. Also ich bin mir bis heute nicht sicher, ob die das wirklich jetzt böse gemeint haben, aber das ist natürlich eine Abwertung. Das ist ein Begriff, den man heute einfach nicht mehr verwendet. Ich habe da dann drauf auch reagiert. Andere Situationen waren dann gewesen, das war vor 2 Jahren, es waren zwei Situationen in einem
im Park. Da war auch, der war dann, glaube ich, 4 Jahre alt. Und da hatten wir uns ein Eis geholt und da sagte der Mann am Nebentisch zu mir, Rassenschande. Und da gucke ich ihn an, was haben Sie jetzt gerade zu mir gesagt? Rassenschande, bist selbst schuld, wenn du sowas machst. Wie erklärt man ein Kind, dass er ausgegrenzt, diskriminiert wird wegen seiner Herkunft, scheinbaren Herkunft und seiner Hautfarbe, weil er etwas dunkler ist, sage ich es so. Für mich jetzt, neben die Sache mit dem Kind, ist nach wie vor das schlimmste Erlebnis, was ich hatte, beim Arzt, wo damals auch mein Sohn mit war und mein Lebensgefährte. Jedenfalls ist das Gespräch dann so verlaufen, dass die dann gesagt haben, naja, Frau Landmann, wir kürzen das hier ab, Sie kommen nicht wieder zu uns. Und wo ich gesagt, wieso? Ja, das funktioniert hier nicht, ich komme nicht mehr, ich soll nicht mehr kommen. Und für mich war dann die Vermutung, dass es damit zusammenhängt. Und dann später nochmal, ich habe das ein Jahr später nochmal einer anderen Ärztin erzählt und sie sagte dann zu mir, wissen Sie, Frau Landmann, man kennt sich untereinander und Sie haben recht. Dass ein Arzt, von dem man ja, es ist ein Berufsstand, da erwartet man ja viel. Jemand, der helfen kann, der einen hippokratischen Eid geleistet hat und der verhält sich so. Also das war für mich, das ist bis heute für mich unvorstellbar. Also genau, der Vater, das fällt mir jetzt ein, hatte auch einen Angriff hier gehabt in Gera. Hat das immer, er ist kein Flüchtling, er lebt schon seit 30 Jahren hier. Hat das aber, wo die Flüchtlinge verstärkt nach Deutschland gekommen sind, 2015, zu spüren bekommen. Was wünsche ich mir von anderen gegen Rassismus zu tun? Mehr Mut und einfach nicht immer sagen, ja, Politik interessiert mich gar nicht. Jeder muss seinen Beitrag leisten, gegen Rassismus zu stehen. Und wenn auch nur ein Wort ist, Hauptsache dagegen stehen und sagen, nein, Rassismus gehört nicht zu Deutschland. Von anderen Menschen erwarte ich Höflichkeit, Toleranz und nicht schweigen, wenn passiert was gegen Leute mit anderen Nationalität. Wir sind alle gleich und müssen nicht schweigen. Wir sind als Früchte nicht glücklich. Ich wünsche uns mehr Mitgefühl. Ich glaube, das Nicht-Wegschauen und das Thematisieren sollte eine Selbstverständlichkeit in der deutschen Gesellschaft sein. Aber wenn man einfach thematisiert und man sagt, wir als Gesellschaft lassen uns das nicht gefallen und alle machen mit und alle thematisieren es, dann wären wir einen ganz großen Schritt vorwärts gekommen. Unsere Schüler wollen wirklich vielfältige Projekte gegen Rassismus machen, weil wir haben einen Migrantenanteil von 30% und es ist in jeder Klasse immer irgendwo ein Migrant mindestens dabei. Und bei uns ist es aber selbstverständlich, dass jeder so genommen wird, wie er nun mal ist. Und ob er nun Migrant ist oder Deutscher oder was auch immer er ist, er wird so genommen. Und ich unterstütze das Ansinnen der Schüler sehr, dass wir Schule ohne Rassismus werden. Ich wünsche den Menschen, dass sie weniger Angst haben, das ist, weil das macht auch rassistisch. Und dass die auch mehr offen sind, weil ich glaube, wir sind offen. Wir wollen auch, dass die Menschen uns kennen. Die brauchen keine Angst vor uns. Das wünsche ich mir sehr, dass viele Menschen, die uns nicht kennen, dass wir, wenn zu denen kommen, dass sie uns zuhören und brauchen keine Angst. Wir sind nicht jeder Mensch, der mit einem Messer rumläuft. Ich zum Beispiel, ich suche mich sehr viel mit Menschen zu kommunizieren und ich wünsche das viele alle anderen. Also wie gesagt, dass ich, wenn ich selber lieber anzeige und wenn ich natürlich das sehe und erlebe, dass ich auch was dazu sage und da auch eine klare Position auch beziehe. Und ich glaube auch, das macht es auch für die Menschen, die das betrifft, auch, das stärkt ja auch, ne? Wenn ich weiß, ich bin nicht alleine. Und da würde ich mir wünschen, dass man mehr Zivilcourage auch zeigt. Was natürlich in Gera auch super läuft, sind die ganzen Demokratieprojekte, über Demokratie leben. Ich finde die Straßenbahn, die ist total toll, das ist so ein Statement in dieser Stadt. Und es gibt gibt Akteure, so viele, die sich für dieses Thema engagieren. Ich würde mir vielleicht manchmal wünschen, dass es im Kleinen noch tiefer ist. Also was ist diskriminierend, was verletzt und was ist strafrechtlich relevant. Dass man sich dieses Themas Rassismus noch klarer annimmt, weil das ist ein Problem und nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund, die erst nach Gera gezogen sind, sondern auch für Menschen, die hier schon ganz lange leben, seit Jahrzehnten, die vielleicht gar keinen Migrationshintergrund mehr haben, aber die aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihres Glaubens immer wieder darauf reduziert werden.
Gegen Rassismus. Für eine bunte und offene Gesellschaft. Gegen Rassismus. Für eine bunte und offene Gesellschaft.